Willkommen zu diesem Video über das Schloss von Versailles. Das Schloss ist eines der ikonischsten und beeindruckendsten Gebäude der Welt und war einst die Heimat der französischen Monarchie. Es war der Ort vieler bizarrer Regeln und Etiketten, die das Verhalten der Royals und ihrer Höflinge regelten. In diesem Video werden wir tiefer in einige der interessantesten und eigenartigsten Regeln und Bräuche eintauchen, denen die Royals in Versailles folgten. Lasst uns gemeinsam entdecken, wie das Leben am Hof von Versailles war. Der Tag des Königs begann und endete mit einem seltsamen Morgenritual. Um 8 Uhr wurde Louis von einer Stimme geweckt, die ihm ins Ohr flüsterte, dass es Zeit für einen neuen Tag sei. Mit den Worten: "Sire, voilà l'heure." Dies war das Startsignal für seine Morgenroutine. Während des Petit Lever-Rituals wurden besondere Höflinge ausgewählt, um den König beim Ankleiden zu assistieren, was als größte Ehre angesehen wurde. Als nächstes untersuchte der erste Arzt des Königs den Herrscher, gefolgt vom Grand Lever-Ritual, bei dem der König in Anwesenheit zahlreicher Höflinge angezogen wurde. Jeden Morgen wurde der König auf die gleiche Weise gekleidet und wählte eine seiner 400 Perücken aus. Die Perücken waren perfekt gestylt, parfümiert und gepudert, aber sie waren auch voller unangenehmer kleiner Kreaturen. Dies war erst der Anfang eines Tages voller Verpflichtungen für die Adligen, die den König begleiten mussten. Von Prozessionen zu Gottesdiensten, Jagdpartys, Kartenspielen und Konzerten hatten die Adligen in der Regel nur die Gelegenheit zuzuschauen, während der König im Mittelpunkt stand. Erst um 22.30 Uhr, wenn Louis ins Bett ging, war es Zeit für die letzte Zeremonie des Tages, die Abendtoilette. Der König wurde von einem König selbst gewählten Zuschauer beleuchtet, dem eine Kerze gegeben wurde, um den König zu beleuchten. Dies war eine große Ehre, denn Ludwig XIV. Nutzte jede Gelegenheit, um seine Macht zu zeigen. Während die anderen 100 Teilnehmer zusahen, wurde der König entkleidet, seine Augen gespült und sein Haar ordentlich arrangiert. Schließlich, wenn der Sonnenkönig im Bett lag, konnten die mächtigsten Franzosen erleichtert auf einen langweiligen Tag zurückblicken. Der gesamte Tag des Königs, von Anfang bis Ende, wurde von Zuschauern begleitet. Und neben diesen seltsamen Regeln gab es noch weitere eigenartige Etikettenregeln. Also schaut weiter, wir werden sie alle behandeln. Das Abendessen des Königs hatte auch seltsame Regeln. Jeden Abend hatten der König und die Königin ihr Abendessen, während sie von einer bestimmten Anzahl von Hofbeamten beobachtet wurden. Dies war ein sehr prestigeträchtiges Ereignis. Während dieses Essens wurde der König von seinen engsten Beratern bedient und das Essen wurde von den besten Köchen in Frankreich zubereitet. Die Etikette rund um das Abendessen war sehr spezifisch. Von den Hofbeamten wurde erwartet, in ihrer besten Kleidung zu erscheinen und in einer bestimmten Formation um den Tisch des Königs zu stehen. Sie durften während des Essens nicht sprechen oder essen und mussten stehen bleiben, bis der König mit dem Essen fertig war. Wenn der König fertig war, durften die Hofbeamten die Reste essen, was als große Ehre galt. Eine weitere bizarre Regel von Versailles war die Regel der großen Treppen. Die großen Treppen von Versailles waren ein Symbol für die Macht und den Reichtum des Königs und wurden daher streng reguliert. Nur bestimmte Mitglieder des Adels durften die großen Treppen benutzen und nur zu bestimmten Tageszeiten. Der niedere Adel musste die kleineren, weniger beeindruckenden Treppen benutzen. Die Etikette rund um die Verwendung der großen Treppen war ebenfalls sehr spezifisch. Von Hofbeamten wurde erwartet, sich vor dem Porträt des Königs, das über der Treppe hängt, zu verbeugen oder zu knicksen, und sie durften nicht sprechen oder andere Aktivitäten ausüben. Diese Regel wurde streng durchgesetzt und jeder, der dagegen verstieß, riskierte, bestraft zu werden. Wussten Sie, dass der König auch geheime Treppen im Palast hatte bauen lassen? Die Treppen führten zu den Zimmern seiner Geliebten. Der König hatte viele Liebhaberinnen und dank dieser Treppen konnte er sie auf geheime Weise erreichen. Eine besondere Regel in Versailles war die Présentation du Bouquet. Die Présentation du Bouquet war ein Ritual, das von der Königin durchgeführt wurde, bei dem sie ausgewählten Hofbeamten einen Blumenstrauß anbot. Die Hofbeamten, die ausgewählt wurden, um den Strauß zu erhalten, galten als besonders begünstigt von der Königin und es war eine große Ehre, ausgewählt zu werden. Die Etikette rund um die Présentation du Bouquet war sehr spezifisch. Die ausgewählten Hofbeamten mussten sich vor der Königin knien und ihre Hand küssen. Dann erhielten sie den Strauß, den sie den ganzen Tag über halten mussten. Der Strauß galt als Symbol für die Gunst der Königin und diejenigen, die das Glück hatten, einen zu erhalten, wurden von den anderen Hofbeamten mit großem Respekt behandelt. Ein weiterer interessanter Aspekt der königlichen Etikette in Versailles war die Verwendung der Fächersprache.
Die Fächersprache war ein Kommunikationssystem, das von Hofbeamten genutzt wurde, um Botschaften ohne Worte zu übermitteln. Das System bestand aus einer Reihe von Gesten, die mit Fächern gemacht wurden und je nach Kontext unterschiedliche Bedeutungen vermitteln konnten. Zum Beispiel würde ein Höfling, wenn er einem anderen Höfling mitteilen wollte, dass er vom König beobachtet wird, sein Gesicht mit seinem Fächer bedecken. Wenn sie anzeigen wollten, dass sie kein Interesse an einem bestimmten Gespräch hatten, würden sie ihren Fächer mit einer Hand vor ihr Gesicht halten und mit der anderen hin und her winken. Die Fächersprache war ein sehr ausgeklügeltes System und erforderte viel Übung, um sie zu beherrschen. Höflinge, die sich in der Fächersprache auskannten, genossen hohes Ansehen und konnten ihre Fähigkeiten nutzen, um andere Höflinge zu manipulieren und bei Monarchen in Gunst zu stehen. Insgesamt waren die Regeln und das Protokoll am Hof von Versailles sehr komplex und oft bizarr. Sie waren darauf ausgelegt, die strikte Hierarchie des französischen Adels aufrechtzuerhalten und die Macht und den Status der Monarchen zu betonen. Während uns diese Regeln heute vielleicht seltsam erscheinen mögen, waren sie ein wichtiger Teil der Kultur des französischen Hofes und halfen, die Geschichte eines der prächtigsten Paläste der Welt zu prägen. In diesem Video wurden nicht alle seltsamen Regeln behandelt. Man hätte zum Beispiel noch weiter auf das Morgen- und Abendritual eingehen können. Der gesamte Tag des Königs war eine große Inszenierung und alles musste beobachtet werden. Der König und die Königin hatten wirklich kein Privatleben. In diesem Video wurden einige bizarre Dinge hervorgehoben und ich hoffe, dass ich Ihnen etwas Neues erzählen konnte. Lassen Sie mich in den Kommentaren wissen, ob Sie weitere Videos über das alte Versailles oder andere Themen sehen möchten. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, geben Sie ihm bitte einen Daumen nach oben und abonnieren Sie meinen Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.